Wie geht's uns heute? Ciao. Mir ist das Kleid zu eng. Kleid zu eng? Ich war noch nie so lange schwanger. Den schaffen wir nicht mehr. Gut, okay. Alle. Wir haben jetzt ein Essen. Guten Morgen. So, mit Gruß. So, heute also anscheinend wieder ein ganz normaler Tag. Samstag, zocken, der Laden. Ich werde den Laden nehmen. Und danach werde ich 21 Uhr Feierabend machen. Alles guckt schon ernst drüber. Ist ja nicht glücklich mit der Situation. Wieso? Hör auf. Malis ist eine Hochschwangere. Eigentlich. Den Titel ist eigentlich schon vergeben hier im Hause. Die holt dich noch ein. Die überholt dich. Also wir sind uns gleich unten im Laden. Wow, ich male dein Pferd. Schön. So, hier fehlt eine Schraube. Und die ist auch schon aus. Muss ersetzt werden. Die ist ja schon 100 Jahre alt, die Schraube. Wie man sieht, ist da keine richtige Bindung mehr dran. Also schon weggerostet. Und da fällt mir doch gleich ein, dass ich im letzten Jahr habe ich doch irgendwann meine Schraubenkiste sortiert. Jetzt wird er wieder hier lachen. Oh, Schraubenkiste sortiert. Ja, aber genau für diesen Grund habe ich das gemacht. Die ist hier. Nehmen wir mal auf. Und jetzt sind nämlich genau so alte Schrauben. Jetzt sind genau diese Schrauben, die da drin verbaut wurden. Dann haben wir hier irgendwo. Sind zu lang. Klein. Genau richtig. Dann gucken wir mal. Tada! Ja, naja, also genau richtig, ein Stück länger halt. So. Nehmen wir einfach mal zwei mit. Und ersetzen die. Genau dafür ist es. Perfekt. Freue mich. Mal gucken, ob es passt. Wenn nicht, müssen sie ein bisschen länger sein. Schlitzschrauben. Schlitzschrauben deswegen, damit es zeitlich passt. Ich weiß, Schlitzschrauben sind nicht mehr zeitgemäß. Aber bei so einem 100 Jahre alten Tisch passt das schon. Perfekt. Ideal. Kleine Aufgabe, aber erledigt. Siehst du? Und mit einem Griff. Und die hat leider ausgedient. Perfekt. Was machen wir jetzt mit dem guten Peugeot hier? Das muss ich erstmal zerlegen. Da muss die Gabel raus. Auf alle Fälle. Weil die ist ja komplett plump. Also geht hier gleich los. Ja. Ja, viele Leute haben mich jetzt dann angesprochen. Oh, ist das Kind schon da? Mensch, ihr wart ja zu. Ja, nee, alles gut. Noch nicht passiert. Ich hoffe, ihr kriegt das raus hier. Aber wieso, weshalb, warum wart ihr denn nicht da? Wird sofort registriert, wenn wir nicht da sind. Boah, ist hier gestaucht. Der Rahmen hat Gott sei Dank nicht abgekriegt hier. Erstmal
ersten Blick sieht das ganz gut aus. So, nochmal. So, den Lenker tackern wir erstmal da ran. Die Bremse ab hier. Oh, der ist gebrochen. Das ist die Scheibe gebrochen, die das Ganze zusammenhält. Mal die Gabel aus. Dann hoffen wir mal, dass wir so eine Gabel bekommen, zeitnah. Vielleicht das Gelingen der Mission drauf. Oh. Und ein Steuersatz. Er ist zerbröselt. Die brauchen wir neu. Hat jemand von euch so was rumliegen zufällig? Peugeot-Gabel, 1 Zoll. Grau, möglich. Mit einer Schaftlänge von 20 cm. Ganz genau. Komm mal Computer runter und werde mal ein bisschen recherchieren im Netz, wo ich sowas kriege, weil die ist wirklich, also die kannst du nicht mehr verwenden. Man sieht, ich denke mal, ihr seht das auch. Ne? Also die ist erstens nach hinten gebogen, zweitens ist sie zur Seite gebogen. Nach hinten geht ja manchmal noch mit Richten und so. Also Stahl ist ja schon flexibel. Hat man zumindest früher mal gemacht, dass man die Gabeln durchaus auch mal gerichtet hat. Nicht sofort immer ausgetauscht. Aber die ist auch hier oben an der Krone am Schaft. Ein bisschen angebogen, also sieht hier auch ein bisschen krumm aus. Wie auch immer das. Also das wirkt ja nicht nur, vielleicht täuscht das jetzt auch. Also, aber es sieht auch so ein bisschen verzogen aus. Und alles vorne, Gabel und so, da sollte man nicht so dolle rummachen. Das muss einfach stimmig sein. Da wir ja in unserer Zeit jetzt die Möglichkeit haben, dass man nicht eben absolute Mangelware ist, können einfach so ein Ding neu einbauen, dann machen wir das halt. Laufrad zeige ich schon hier, so von so einem Opferrad hier, weil wie gesagt, hier muss der Rahmen erstmal komplett gemacht werden bei dem Rad. Na, das muss einfach mal komplett überarbeitet werden. Aber ich brauche ja eben so ein altes Ding, so ein und Abzieher gibt es auch ja nicht mehr hier. Mann. So, ich schau mal am letzten. Der kommt erstmal auf alle. Das ist auch ein ganz persönliches Rad hier von mir. Das habe ich jetzt noch nicht so lange. Das habe ich jetzt erst seitdem ich den Laden habe. Da habe ich mal den Vertreter kennengelernt, der damals diese Steppenwolf, diese Marke hier versucht hat zu etablieren in den Läden. Und das ist dieses Rad, womit er dann Promotion gefahren ist sozusagen. Also mit denen er in den Läden gefahren ist und hat
das vorgestellt hat, gesagt, hier, wir haben eine ganz tolle Marke, habt da nicht Bock, wollt ihr das nicht bei euch mit anbieten. So hat er mir zumindest das erzählt, die Geschichte, ist von, oh, wie hießen die, Bikeology oder so, Bikeholics, weiß ich gar nicht, ich habe irgendwo noch eine Visitenkarte von ihm, so ein altes Ding, also 90er Jahre, ganz früh 90er, das ist noch von Wotec gebaut, mit Steppenwolf, mit einer ganz geringen Rahmennummer hier, Hochdorf. Also es kommt schon alles hin, das ist ein ganzes, so ein Ur-Steppenwolf, und ich meine, ich habe schon umgebaut mittlerweile auch wieder, ja. Hab halt einen anderen Laufradsatz drin, weil der war durch, der da drin war. Da habe ich einen ganz seltenen Felgen, zwei ganz seltene Felgenringe. Und die Weinmann Stuka, also Sturzkampf, Downhill, extra breiten Alufelgen. Die sind nicht besonders dolle, aber die sind halt Kult. Ne? Und dann habe ich den Continental Goliath drauf gezogen, auch in nagelneu. Also die fand ich super. Perfekt. Ja, der Laufradsatz ist halt von mir eingespeicht und so. Und die LX-Namen habe ich einfach gewählt. Das sind ja recht moderne LX-Namen mit Center Lock sogar. Habe ich einfach gewählt, weil sie mit dem Grau ganz perfekt passen hier bei dem Rad. Nur deswegen. Qualität ist aber auch in Ordnung von LX-Namen. Alles super. Völlig ausreichend. Ist ja eh ein Stand drauf jetzt. Joa, fertig mit dem Putzen ist er, der Tommy. Wolle ist da. Wolfgang, hast du ein Foto dabei? Nee, wieso? Das weiß ich nicht. Jetzt sieht einer aus oder ein. Die sieht aber gut aus. Das ist ja alles nicht so wichtig. Das sieht nach Auszug aus, ne? Wenn sie Kisten raustragen. Ja, sieht nach Auszug. Da kann ich mir näher achten, aber. Was gibt's da jetzt? Na nicht. Ich war schlafen. Hat das geschlafen? Ja, und da hat er mir, sagt er, Mensch, sagt er, hat er nicht freue ich, schönen Tag, ich heiße sowieso. Ich sage, ja, wir kennen uns doch und so. Weil du war bei Thomas sitzt, das hat er mit mir nie gesprochen, verstehst du was? Der mit dem Hund. Bitte? Der war jetzt mit dem weißen Hund. Der eben auf Löster. Der eben raus, wo mal in dem Mai 21. Ach so, weiß aber nicht. Daniel. Nee. Ich wusste wieder, er hat wohl gesagt, wie heißt, da weiß ich jetzt nicht. Naja, jedenfalls, hier kannst du alleine lesen. Kann ich alleine lesen? Wieso denn? Ja. Shisha, Döner, Flitterwochen, Özil auf heimlicher Hochzeit in Berlin? Ja. Naja, hat er wie jedenfalls, hat er mir unterhalten von den Kiezern wieder. Ja, das hast du recht, sagt er. Und wo war jetzt nicht, wa? Besser Abend, oder? Kieber Gunning Junior. Der soll ungefragt ihre Brüste betatscht haben, um Gottes Willen. Wie viele Bilder waren bei dir drin? Der in deinem Mann gekriegt hat. Ich habe drei Stück drin gehabt, außer dem Rahmen drin, außer dem Fenster jetzt. Ich habe noch drei Stück gehabt. Eine Gisela. Ich habe eins. Ich habe drei Stück. Ja. Muss sagen, schau ich einen Fehler, aber auch drauf. Naja, ja. Ich dachte, Menschen, die kennst du doch, der Kleine. Oh, ganz netter, die alle Bilder sich, der Große und der Kleine. Ja. Ich mach immer einen Witz, wenn er kommt bei mir, dann kann man mal mit quatschen und so, ja. Der gibt neue Wetter heute, das ist richtig viel. Mal gucken. Ich dachte, wenn Thomas hat gestern studiert, ich dachte halt, da kommt jetzt aber schön in Jan oder was? Nein, gestern war Schultag. Erster Schultag von Lumen. Also Kennenlerntag, ja. Ach so. Deswegen mal zu. Ach so, dann noch was. Sonst schreibe ich ran, da ist ein paar Tage zu. Ja, ist ja klar, ne? RPM. Moin. ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. So sieht's aus. Und? Bist du überhaupt nach Butter? Nee. Hä? Nee. Die lässt die Zeit, ja. Naja, ich denke mal, heute wird noch, kann ich noch durchziehen ordentlich, Arbeit. Das ist so ein verständnisvolles Kind sozusagen. Da kann ich dann, und morgen am Sonntag, genau, damit ich dann auch Montag wieder arbeiten gehen darf. Genau. Ja, das ist perfekt, einfach. Aber wir haben ein Krebskind, ne? Was für ein Kind? Krebs.
Keine Sternzeichen. Ahnung. Hat keine Ahnung von. Ja, ja, nee, Lübe, Krebs, ja doch, kann das auch sein. Jetzt noch nicht, ja. Ja, Lübe ist Lübe, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, das wird, ja, das wissen wird wir. Mein Kind, halt gedacht. Aha. Wusst du nicht, dass da ja, ein Krebs mit dabei ist? Na gut, ich wollte nur mal fragen. So. Ja, was gibt's denn? Linse. Geriebenet. So einiges. Gemischtet, gemixtet. Ja. Brotaufstrich. So Single-Essen, ne? Was du da so bei hast mit der Pizza und so. Ja, Vorsicht, Wunde. Wunde? Ich bin gerade echt im Herzschmerz. Auch wenn ich mir das nicht anmerken lasse. So, bevor mir das Lächeln vergeht. Naja, na denn. Ciao, ciao. Toi, toi, toi. Ei, ei, ei. Alex hat aber mit seiner Hand irgendwie an die Küste, die ich hier gestaucht oder Prellung oder Muskelkater oder so was sagen. Wieso, was hat er denn? Ein Bowlingarm oder was? Ein Bowlingarm oder was? Bowlingarm? Ja, nur, ja, ja. Jeder hat er gemacht. Aber ich wollte, ich meine, ich werde es mir sagen, ich sage nicht leise, ich habe was gesagt. Nee. Sagst du ja auch. Ha? Sagst du ja auch was? Ja, nee, ich meine, muss ich. Musst du was sagen? Ja, ja, die sehen das. Ja, weil ich glaube, nee, weiß ich, dass ich wollte mir, wenn ich eben sagen, ich finde das schon. Na nun, nun, raus damit. Aber also, aber Baumstämme machen. Aber wahrscheinlich hat er deswegen den Kopf gemacht. Das ist nicht, nee, nee, nee. Manchmal nicht. Also in der Mitte ist ja gut. Ja, ja, ja. Mama kommt noch, ne? Ja, ich bin noch ein kleiner. Was ist denn andere Junge? Jetzt haben wir Frühstück! Ich habe sie gefragt, weil sie mich angeschrieben, warum ich sie jetzt anspreche. Und sie hat gerade was für mich, was aufzubauen. Und ja, das ist ja kaputt gegangen. Ja. Oh, ey, du bist ja, ey, das ist so ein brutaler, ey, ist unglaublich, oder? Dann muss man schauen erstmal. Tommy Life, Mensch, scheiße. Tja. Ganz normaler Mensch ist der Tommy. Du bist doch im Video. Ja, ja, eben, also das ist nicht vorbereitet oder irgendwas hier. Also, wie soll ich sagen? Du weißt schon, wie ich meine. Wieder vom, jetzt weiß ich gar nicht mehr, hat der Name überhaupt gesagt? Tja, die sagt, wer es war. Einfach gekommen, einfach vorbeigekommen. Schön, super, toll. Voll supi. Ja, macht das auch so, kommt einfach rum. Kann man kurz quatschen, bestimmt. Manchmal auch nicht, manchmal ist auch voll. Da dürfte dann nicht sauer sein, denn. Ist ja live hier, ne? Ist ja live, hier ist immer was los, irgendwie, auf alle Fälle, oder manchmal auch nicht. Erstmal machen wir den hier hin. Ja, und dann werde ich jetzt erstmal oben alle sortieren und dann bin ich gleich hier unten und dann geht es hier unten los.
Normal. Normal, normal. PayPal. Paket. Aber PayPal. PayPal? Genau, du weißt? Gleich. Sofort. Ja. Nummer, ja, ja, ja. Warte. Nee, ja. Patrick. Ach so, wie so. Herr Müller? Müller? Ja. Wie ist die Lage, Herr Müller? Warte, komm mit! Alles gut. Kreuz. Hä? Was macht das Gehör? Immer noch nicht? Nee, immer noch nicht. Was? Ich fahr mal zum Vereinigte. Vereinigte? Vereinigte, ja. So, hier haben wir ein Problem mit einer Achsmutter, die hier total rund ist, die man auch mit viel Kraft nicht mehr bewegt bekommt. Das versuche ich jetzt nochmal mit einer Zange und ansonsten zeige ich euch, wie geht. Viel Kraft. Viel Kraft, aber eigentlich ist es nicht mehr machbar. Nee. Okay. Hogwee. Sieht so aus, ich nehme jetzt den Flex und schleift das an. Schaut nochmal vorher. Nichts? Pretty nice. But nothing? Yeah, a few. But I think I cannot pay for that price. Mm. It's like super beautiful. You also buy bites? Da ihr sehen, geht auf. Bin ja happy. Okay. Lauer. So.
mal. Ah, ja, it's possible. Ja? Yeah? Yes. Everything is possible. Oh, you have to take everything off. Yeah, sure. I have no space here. Let's see. Oh, cool. It's working. Now we take it out. You have to take it out anyway. Mm-hmm. For welding. For what? For the this one to put it on. This one welding. Mm-hmm. You have to take it out. Mm-hmm. See, and this one, it's 20 years. This one. This stuff. Wow. So, oxidation. Exactly. Naja, keine negative Bewertung bis jetzt. Sollen die schlafen die alle noch? Naja, die kommen auch erst abends drin und dann machen sie immer klack negativ und nicht wart. Tja, eigentlich sollte heute ja noch so eine Art Konzert hier stattfinden, ne? Hat man ja besprochen hier schon mit wer ist er denn? Mit Sharon? Ich wollte mit Saxophon kommen und da wollte noch eine Stunde hier ein bisschen Mucke machen. Hat sich bis jetzt aber noch nicht gemeldet. Also, puh. Hätte ich gesagt, bin ich da jetzt gerade ein bisschen unsicher, ob das noch stattfindet. Vielleicht steht er aber auch einfach vor der Tür, nicht später. Und dann geht's los. Kann ja auch sein. Was habt ihr denn für Probleme? Ich hab bloß gesagt, dass ich ein Eis will. Wieso willst du ein Eis? Weil es heiß ist. Und war viel los heute bei dir, nicht wahr? Die Sonne, wa? Ja, die Sonne auch. Völlig weg. Cool, Fahrtenstunde. Oh. Will der ändern, sondern sind ein bisschen platt. Naja, das wird wieder zu heiß, ja. Ja, Carsten. Willst du mal gucken? Was ist das? Ja, guck doch mal rein. Nee, lass mal. Stücke. Warum nicht? Ja, ich guck den ganzen Tag lang so zu. Bitte. Da wird Mensch, schätzt dir doch mal, ich guck jetzt. Ja, ja. Das sind Wolfgangsfotos. Von Wolfgang. Was ist denn das? Guck dir das Foto jetzt an. Kiezgesichter. Geh hin da. Ja, was soll ich denn da gucken? Ausstellung. Oh. Ach so. Ein sensibler Knopf. Macht doch Tommy, macht das doch. Tommy ist dafür zuständig. Was, in den Schlaf zu wollen? Nein, hier. Hat da hier aus der Oberstraße jemand? Ich wohne auch auf der anderen Hälfte der Bürger. Ja, das bist du. Ja, 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 wir sind ja, los. Was ist denn sowas wert? Naja,
Ich gebe dir für alle einen Fünfer. Ja. Aber was machst du denn, rumlaufst du? Ja, was machst du denn raus? Wir haben. Behalt dich! Tschüss, Alter! Ja, tschüss, Alter! Willst du auch eins? Ja, die behalt dich! Schnell, Papa verteilt gerade Geld. Hier, Tommy, die Jumi will auch ein Eis. Hier, für das alte Baby. Für das alte, genau das alte, was jetzt kommen will. Selbst im Auto auch. Ja, hier hast du eine kleine Kaffeemühle, Handkaffeemühle. Ich bin nämlich Wasserkocher. Nee, das bist du nicht. Sei froh. So, jetzt hast du. Ich glaube, da würdet ihr euch nicht verstehen. Gadi, mach keinen Quatsch. Aber wie sie diese. Das ist Erika Badu nicht. Zeig mal. Wie sie die Haare flochten hat. Hilfe! Nur andere Frisuren sehen manchmal. Mensch, gibt es da auch normale Menschen? Deine Kamera liegt. Also, wenn du mal 5 oder 6 hier runter oder den schwarzen Block da in der Mitte. Das spielt. Der nicht hier, der wohnt Schwammeier. Wittiger Schwammeier, ja, der Wittiger. Ich sag ja, hier sind die Eltern da, 5 oder 6 hier wohnt. Feierabend. Jetzt. Ja, um 10. Oh, wird Zeit. So, haben wir den Samstag rum. Ha, und wer ist nicht gekommen? Unser Freund, der hier Saxophon machen wollte. Seine Saxophonband. Toll. Aber ganz gut, Dennis hatte auch keine Zeit offensichtlich. Er ist auch nicht gekommen. Schade eigentlich. Ich hätte mich so oder so gefreut. Entweder wir zusammen essen oder ein kleines Konzert oder beide teilt, so wie es geplant war. Ist nicht draußen geworden. Schade. Schade. Schlimm wäre, wenn jetzt noch Gäste da gewesen wären, die erwartet hätten. Das wäre richtig schlimm. Deswegen machen wir das mal in Zukunft so. Ich werde soweit überhaupt nicht mehr planen. Ich werde mich um sowas nicht mehr kümmern. Oder so, ja. Oder werde sowas nicht mehr ansetzen, nicht mehr sagen, dass sowas stattfindet. Das ist viel besser, wenn die Leute dann einfach spontan kommen und einfach das machen. Dann ist es so, wie es ist. Ja, aber geplant wird hier nicht mehr. Oder Anni sagt, dann und dann ist. Das mache ich nicht mehr. Heiko, Gott sei Dank, dieses Mal nicht gemacht, sonst wären ein paar Leute hier gewesen. Ich habe nicht die Zeit dafür, das ist das ja auch. Ich wusste ja auch nicht, ob wir überhaupt hier sind. Jetzt. Wie gesagt, alle ganz gut gelaufen so, dass Kinder gekommen ist. Schade fängt es trotzdem. Also, wir sehen uns morgen wieder, eventuell, vielleicht übermorgen. Mal schauen. Bis dann, macht es gut, ciao, euer Tommy.